willkommen beim Digitalisierungsausschuss der Musikvereinigung Göppingen-Holzheim. Wir stellen uns heute vor und zeigen, wie digital wir sind. Oh, hallo. Habt ihr mich auf frischer Tat beim Üben ertappt? Ich bin Moritz, 22, studiere Medienwissenschaft in Tübingen und ich spiele schon mein halbes Leben lang in der Musikvereinigung Göppingen-Holzheim, und zwar an der Trompete. Und ich bin Teil vom Ausschuss Digitale Revolution, mit dem wir den YouTube-Kanal vorantreiben, unser ganzes digitales Leben neu aufstellen, was den Musikverein angeht. Und ich freue mich auf alles, was wir mit euch erreichen. Hallo, danke, dass ihr mir hier beim Üben zugehört habt. Ich bin der Tim, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele das Horn. Und ich bin schon seit guten 6 Jahren in der Musikvereinigung Göppingen-Holzheim aktiv. Zunächst in der Jugendkapelle, dann auch seit einem Jahr in der aktiven Kapelle. Ich bin unter anderem auch Teil des Jugendgremiums und jetzt auch Teil des Digitalisierungsausschusses. Und mich freut sehr, dass ihr unser YouTube-Projekt so supportet. Liebe Grüße. Hallo, ich bin der Jonas. Ich bin 23 Jahre alt und studiere Luft- und Raumfahrttechnik. Ich bin schon über mein halbes Leben lang bei der Musikverein Göppingen-Holzheim, weil es mir einfach super Spaß macht, dass die perfekte Mischung ist aus meinem musikalischen Anspruch und auch, weil wir so eine super Gemeinschaft haben. Und gerade dieser YouTube-Kanal hier, der soll ja auch zeigen, was wir so alles treiben. Und ich spiele Posaune in der Musikvereinigung und leite auch noch nebenher die Jugendkapelle. Hallo? Ich bin nochmal ein Jonas, 25 Jahre jung, studiere in Ludwigsburg Kultur- und Medienbildung und bin fürs Bearbeiten und Schneiden der Videos der Musikvereinigung zuständig. Ich habe 2000 ein Schlagzeug zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe dann nach einem Jahr allein üben quasi keine Lust mehr gehabt, wollte schon aufhören, bis mich 2002 dann meine Mutter zu einer Jugendkapellenprobe der Musikvereinigung geschleppt hat. Ich war zwar noch etwas schüchtern und habe mich kaum getraut, ans Schlagzeug zu setzen, aber das war genau das, was mir gefehlt hat, nämlich einfach das Musizieren mit anderen. Falls ihr jetzt noch Lust habt auf weitere Videos von Vorstellungen von Musikanten der Musikvereinigung oder ob ihr sagt, wir wollen lieber wieder Musik von euch hören, schreibt das gern in die Kommentare und wir freuen uns auf jede Reaktion von euch. Thank you.